ein außergewöhnlicher Klagenfurter feiert zurzeit einen außergewöhnlichen Erfolg. Die Rede ist vom Opernsänger Arno Raunig. Er reißt Abend für Abend das Züricher Opernpublikum zu wahren Beifallsstürmen hin. Was das Besondere an Arno Raunig ist, das lässt sich am leichtesten vielleicht so erklären. Er ist ein gestandener Mann, ein Familienvater, aber seine Stimme ist die einer wunderbar singenden Frau. In Zürich, da singt Arno Raunig zurzeit den Ruggiero in der Händel-Oper Alcino. Und das hört sich dann so an. Arno Raunig wollte Schriftsteller werden. Er veröffentlichte einen Gedichtband, daneben studierte er Jus. Mit dem Singen begann er früh. Ich war bei den Wiener Sängerknaben, wie das halt so die Vorübung ist dafür. Und habe dann also lange überhaupt nichts zu tun gehabt mit Gesang und habe erst viel später also wieder angefangen zu singen. Und da sind dann Leute draufgekommen, meine Frau zum Beispiel und ein Sängerkollege, der hat gesagt, naja, das ist ein eigenes Stimmfach, was du da singst. Und ich habe keine, nicht, noch nie gehört. Weil ich halt immer zu Hause ein bisschen so hoch geträllert habe, als Spaß, nicht so. Nach ersten Knaben von der Staatsoper her und so ein bisschen. Und dann habe ich dann angefangen, mich einzulesen in das Ganze und bin draufgekommen, dass es ja mein eigenes Stimmfach ist. Die Opernliteratur bietet eine Fülle von Rollen, die für Kastraten geschrieben, aber meist von Frauen gesungen wurden. Dirigenten, die auf Originalpartituren zurückgreifen, besetzen diese Rollen mit Männern. Das ist offensichtlich eine Laune der Natur. Es war bei den Sängerknaben schon das vier gestrichene C möglich zu singen. Also Königin der Nacht, kann ich mich erinnern, habe ich oft geträllert. Und nach der Mutation ist das ganz normal, wie bei jedem anderen halt die Stimme hinuntergefallen. Aber dadurch, dass es schon so hoch war, ist es auch höher wieder geblieben. Und heute, also das dreigestrichene C, ist kein Problem. In den höchsten Tönen berichtete die Musikkritik über Georg Friedrich Händels Oper Alcina, über den Dirigenten Nikolaus Anoncourt, vor allem über den hinreißenden Sopran Arno Raunig, wie es wortwörtlich heißt. Mit dieser Arbeit am Züricher Opernhaus ist seine Freude an der Musik wiedergekehrt, die lange durch den Drill bei den Sängerknaben beeinträchtigt war. Erfolge machen den von Selbstkritik geplagten Sänger nicht übermütig, sie sind Anstoß zu konsequenter, harter Arbeit.